im Namen von Gegenmacht Info heiße ich euch alle herzlich willkommen zur Buchvorstellung und zur anschließenden Diskussion mit BAFTA Szabo. BAFTA ist Sozialwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Marxismus und Rassismus. Sie ist zudem politisch aktiv und zwar im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Sie schreibt unter anderem für die Zeitschriften Analyse und Kritik sowie für die Z, die Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Zusammen mit Eleonora Roldan-Mendivil hat sie letztes Jahr ein Sammelband rausgegeben, hier, die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus. In verschiedenen Texten haben dort die AutorInnen mit verschiedenen Themenschwerpunkten einen marxistischen Rassismusbegriff entwickelt und also eine Alternative zum liberalen Antirassismus präsentiert. Ja, leider ist die Herausgabe des Sammelbandes nicht der einzige Anlass für die Veranstaltung hier. Am Sonntag, den 19.02., jähren sich die rassistischen Morde von Hanau bereits zum dritten Mal. Und auch für uns Linke stellt sich die Frage nach dem Umgang damit und vor allem nach dem eigenen Einsatz im Kampf gegen Rassismus. Wie können wir wieder Verbindungen herstellen zwischen dem alltäglichen Rassismus und der kapitalistischen Ausbeutung? Wie schaffen wir es, die trennenden Gräben wieder zuzuschütten und gemeinsame Kämpfe zu führen? Diese Fragen würden wir heute gerne mit euch diskutieren. Nach der Buchvorstellung werdet ihr zunächst die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und im Weiteren werden wir dann hoffentlich in eine Diskussion überleiten können. Wenn ihr also Fragen habt, schreibt sie euch auf oder merkt sie euch einfach. Genau. Und wahrscheinlich werden wir auch nicht alles abschließend ausdiskutieren können und nach 2 Stunden werden wir wahrscheinlich die Veranstaltung dann beenden. Das wird dann ungefähr so 8:40 sein. Dann noch ein paar letzte Infos, bevor es losgehen kann. Wie ihr gesehen habt, sind Kameras hier am Start. Unsere Genossinnen vom Medienkollektiv Frankfurt filmen die Veranstaltung. Dafür schon mal vielen Dank. Dabei wird aber die ganze Zeit nur das Podium gefilmt und auch nur der Ton von den Mikrofonen abgenommen. Das heißt, ihr seid weder zu sehen noch zu hören. Die Aufnahmen werden auch nach der Buchvorstellung gestoppt, sodass dann im Fragenteil und Diskussionsteil nichts mehr aufgenommen wird. Die Aufnahmen werden dann wahrscheinlich morgen auch vom Medienkollektiv hochgeladen auf ihrem YouTube-Channel und werden dann auch auf der Medienplattform gegenmacht.info zu sehen sein. Des Weiteren gibt es hier vorne noch einen Büchertisch. Da gibt es unter anderem das Buch hier zu kaufen von Eleonora und BAFTA, aber auch diverse andere Bücher und Shirts. Außerdem werden wir eine Spendendose rumgeben, die ist hier vorne. Genau, wenn ihr könnt, schmeißt bitte was rein, damit auch so Veranstaltungen in Zukunft kostenlos bleiben können. Und in dem Zuge auch erstmal vielen Dank ans Ex, dass wir die Veranstaltung hier machen können. Ja, so, das wäre es erstmal und dann viel Spaß bei der Veranstaltung und hoffentlich eine produktive Diskussion. Ja, vielen Dank, Jonas. Kann man mich hören? Okay, sehr gut. Herzlich willkommen, BAFTA, hier in Frankfurt. Frankfurt ist ja für dich hier ein Heimspiel, ne? Du bist hier aufgewachsen, wohnst aber in Berlin und bist natürlich gerade deinem Sammelband hier überall unterwegs und am Reisen. Wie ist es denn für dich, hier wieder nach Frankfurt, hier nach Hause zu kommen? Ich freue mich, wieder da zu sein. Es war für mich wahrscheinlich jetzt so die wichtigste Buchvorstellung oder die, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Deswegen freue ich mich auch, dass so viele Leute jetzt heute hier sind und dass es anscheinend auch so viel Interesse an dem Buch gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, nochmal so ein bisschen Resonanzen zu kriegen danach. Also wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dass ihr danach nochmal nachfragt, aber auch wenn ihr Dissens habt oder sowas. Also ich weiß, dass viele von den Dingen, die wir in diesem Buch geschrieben haben, für viele vielleicht gar nicht so richtig verständlich sind oder vielleicht auch ein bisschen kontrovers. Und ich finde es auf jeden Fall gut, wenn ihr das auch äußert danach. Deswegen wollte ich euch auch jetzt nochmal ermutigen, auf jeden Fall was zu sagen. Und ich freue mich einfach nochmal besonders, jetzt auch nochmal hier in Frankfurt zu sein. Cool. Grundsätzlich, was hat dich denn eigentlich an dieser Arbeit, an diesem Sammelband bewegt? Was waren so eure Motivationen? Was war so der Drive, wo ihr gesagt habt, hey, wir müssen uns hinhocken, da gibt es eine Leerstelle, wir wollen was schreiben? Eleonora und ich, wir haben uns vor ein paar Jahren, also ich würde so sagen, vielleicht so 2016 oder so in Berlin kennengelernt, auch in antirassistischen Zusammenhängen. Wir waren beide damals in Gruppen organisiert, die bei ihr eine migrantische und bei mir eine schwarze Selbstorganisierung waren und auch einen linken Anspruch hatten und so weiter.
und haben dann aber immer wieder bestimmte Widersprüche in unserer Arbeit gemerkt. Also das waren Gruppen, die sich zwar als links verstanden haben, aber natürlich erstmal identitätsbasiert organisiert waren. Das hatte auch mit vielen Problemen zu tun, die wir in der sonstigen linken Szene so erfahren haben, mit Rassismus in der linken Szene, aber auch damit, dass wir das Gefühl hatten, dass bestimmte Themen einfach nicht so bearbeitet werden oder dass sich dafür viele Leute auch einfach gar nicht so krass interessieren. Und haben uns dann so organisiert und sind dann aber immer wieder an Widersprüche gestoßen. Also wir haben immer wieder die Grenzen von bestimmten identitätspolitischen Ansätzen für uns einfach gemerkt, waren auch sehr frustriert darüber, dass viele von diesen Ansätzen gar nicht so richtig, also vielleicht so rhetorischen sozialistischen Anspruch hatten, aber dass sich das nicht wirklich praktisch umgesetzt hat. Und dass man einfach immer wieder dazu gekommen ist, sich eher mit sich selbst zu beschäftigen. Viel davon hat einfach auch an der Uni stattgefunden. Und es war sehr passiv, wie wir es damals empfunden haben. Und ich habe damals so einen Artikel von Eleonora gelesen, den sie online geschrieben hatte, wo sie war mal in so einer Critical Whiteness-Gruppe aktiv, die einige vielleicht auch noch kennen, die hieß Reclaim Society. Alle, die so ein bisschen älter sind, erinnern sich an das berühmte No-Border Camp in Köln, wo es so ein bisschen eskaliert ist, weil irgendwie weiße Menschen Sprechverbote bekommen haben und so ziemlich krass ein bestimmter identitätspolitischer Ansatz präsentiert wurde, der so sehr so weiße Menschen und sogenannte POCs, also People of Color oder BPOCs, Black and People of Color, so krass gegenübergestellt wurden. Und sie hat dann so einen Artikel geschrieben, wo sie diese Arbeit einfach reflektiert hat und so eine Selbstkritik aus einer marxistischen Perspektive eigentlich abgegeben hat, wo sie viele von diesen Ansätzen für sich einfach nochmal problematisiert hat. Und ich habe parallel dazu meine Abschlussarbeit geschrieben, wo ich ständig recherchiert habe und versucht habe, irgendwie antirassistische Theorien zu finden, die sich aus einer marxistischen Perspektive mit Rassismus in Deutschland auseinandersetzen, und habe immer wieder gemerkt, ich finde dazu eigentlich nicht richtig was, oder es gab eigentlich nichts, worauf ich mich beziehen konnte, und ich wollte eigentlich über was ganz anderes schreiben und irgendwas finden, was ich so zitieren kann, und habe einfach nichts gefunden. Und dann haben wir erstmal angefangen, uns auszutauschen darüber, und am Anfang haben wir uns wirklich auch eher so einfach ausgekotzt beieinander und waren so, haben einfach so unsere Unzufriedenheit ausgedrückt. Und dann gab es 2018 diesen Marx 200 Kongress in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Anlass war der 200. Geburtstag von Marx. Und wir haben dann gemeinsam so ein Paper eingereicht, so einen Vorschlag für so einen Workshop, wo wir erstmal so einen marxistischen Antirassismus präsentiert haben und wussten auch gar nicht, gibt es überhaupt Leute, die sich dafür interessieren. Wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen was rauszuarbeiten und was vorzustellen, aber findet es überhaupt irgendjemanden, der Bock darauf hat? Sowohl Rassismusforschung ist irgendwie voll das marginale Thema in Deutschland, aber auch marxistische Theorie. Und dann haben wir dort diesen Workshop gemacht und der war auch übervoll. Also es war wirklich so, es waren krass viele Leute da und es waren super viele unterschiedliche Leute da. Also sehr viele junge Leute, migrantische Leute, aber auch diese sogenannten alten weißen Männer. Also so ältere Marxisten, die eher auch aus der theoretischen Ecke kamen. Also so krass viele unterschiedliche Leute einfach. Und wir haben gemerkt, okay, es gibt ein krasses Interesse an dem Thema und es gibt nicht wenig Ansätze, die irgendwas dazu vorstellen. Und da hat uns auch jemand schon vorgeschlagen, einfach mal so ein Sammelband dazu zu machen. Und wir haben beide damit nicht wirklich Erfahrung gehabt. Also wir haben natürlich beide schon mal Artikel geschrieben und so weiter, aber niemand von uns hatte hier ein Buch herausgegeben. Und deswegen haben wir erst mal angefangen zu überlegen, wozu wollen wir überhaupt was rausgeben, und haben wirklich erstmal so Leute aus unserem sozialen Umfeld angesprochen, von denen wir wussten, dass sie zu bestimmten Themen arbeiten, ob sie nicht Lust hätten, was zu einem Sammelband beizusteuern. Und dann gab es Leute, die fanden das cool, haben uns mit Verlegen in Kontakt gebracht und so weiter. Mit Leuten vom Dietz Verlag hatte ich auch schon zu tun, weil ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch die Kapitallesekreise mitgegeben habe. Und das hängt ja irgendwie zusammen. Die Marx-Engels-Werke erscheinen ja auch im Dietz Verlag. Und genau, da sind wir erstmal so in Kontakt getreten und haben wirklich erstmal Leute angesprochen. Und seitdem hat sich auch viel verändert. Also es ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre, in denen das so in Bearbeitung war. Es sind ein paar Sachen rausgeflogen, es sind ein paar Sachen sehr kurzfristig mit reingekommen, aber dass das Buch so steht, ist ja auch, also es ist keine Enzyklopädie der marxistischen Rassismusforschung, sondern wir wollen so ein paar Schlaglichter präsentieren, wir wollen eine Methode vorstellen, mit der man Rassismus analysieren kann, einzelne Schlaglichter, die wir mit der marxistischen Methode zu Rassismus in Deutschland analysiert haben, und auch andere Menschen ermutigen, sich wieder mit Marxismus zu beschäftigen und mit Marxismus auch Fragen von Rassismus und Antirassismus sich in Deutschland überhaupt anzuschauen. Cool, danke. Grundsätzlich
Wie bist du zur marxistischen Theorie gekommen? Hast du dich in speziellen politischen Gruppen bewegt in deiner Jugend oder ist das auch irgendwie etwas, was du irgendwie akademisch von deinem Studium mitgenommen hast? Wie war so dein Werdensweg zur marxistischen Theoretikerin? Ist relativ einfach. Meine Eltern sind Marxistinnen. Das war so die Brücke, über die es reinkam. Das war bei Eleonora genauso. Es waren auch politische Geflüchtete. Und ich habe das aber nicht einfach übernommen, sondern hatte schon immer eine positive Assoziation damit. Und einfach auch, weil ich das schon von, ich nenne es jetzt mal von zu Hause kannte, hatte ich auch nie diese übliche Abneigung, die viele Leute gegen marxistische Theorie haben, wo sie irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie eine Theorie weißer Männer, die gar nichts mit uns zu tun hat oder sowas. Das war noch nie mein Verständnis davon, sondern eher als etwas, was so mit allen Menschen, auch global, mit allen möglichen Gesellschaften irgendwas zu tun hat. Und habe dann in der Uni wieder angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich muss auch sagen, dass die Art von Marxismus, die an der Uni gemacht wurde, nicht wirklich politisch oder kämpferisch war, sondern es war in einem Soziologiestudium liest man manchmal Marx und es ist eher so, dass er präsentiert wird als so ein interessanter Sozialtheoretiker, den man auch lesen kann neben vielen anderen. Die Art von Kapitallektüre, die man hat, ist krass unpolitisch, die läuft auch nichts hinaus. Es ist eher so eine interessante Beschäftigung mit dem Kapitalismus, aber nichts, was irgendwie darauf hinausläuft, sich zum Beispiel revolutionär zu organisieren oder irgendwie die Gesellschaft verändern zu wollen, sondern eher so eine kritische Haltung zur Gesellschaft einzunehmen. Genau. Gut. Wir sind ja hier heute wegen eurem super coolen Sammelband, ne? Diversität der Ausbeutung, das ist ja eigentlich auch so, dieses Diversity-Ding ist ja eigentlich auch so ein Schlagwort von identitätspolitischem Rassismusverständnis. Warum habt ihr euch für den Titel entschieden? Ja, also das hat vor allem zwei Gründe. Das Buch hatte ursprünglich mal einen bisschen anderen Titel, aber wir wollten damit auch so ein bisschen in den Vordergrund bringen, worum es uns auch eigentlich geht. Also wir wollen einmal dieses Schlagwort der Diversität kritisch aufgreifen, was sich ja auch gerade so in den letzten Jahren popularisiert hat. Und Forderungen nach Diversität und Diversifizierung gelten auch heute häufig so als Antwort auf Probleme des Rassismus. Gerade so nach 2020, würde ich sagen, ist die antirassistische Bewegung in Deutschland einfach nochmal neu entflammt. Vor allem mit Protesten um Black Lives Matter, aber auch die ganzen migrantischen Gruppen, die sich um das Hanau-Gedenken herum organisiert haben, hat man einfach gerade irgendwie vor 3 Jahren gemerkt, dass es nochmal so einen Aufwind gibt. Und nicht nur in Linken, sondern auch gesamtgesellschaftlich in Zusammenhängen wieder vermehrt über Rassismus gesprochen wird und ist auch eigentlich überall anerkannt wird, dass es überhaupt ein Problem mit Rassismus gibt, was ja früher auch einfach nicht der Fall war, weil man überhaupt erstmal erklären musste, dass sowas wie Rassismus überhaupt existiert und sich da auch häufig rechtfertigen musste. Und das merkt man schon, wie krass sich der gesellschaftliche Diskurs verändert daran, dass wir zum Beispiel auch einfach viele Anfragen kriegen und so weiter. Und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes befasst sich jetzt irgendwie mit Racial Profiling und ganz viele Unternehmen wollen irgendwie für ihre Vorstände Antirassismus-Trainings machen. Und immer ist die Antwort auf Probleme mit Rassismus, wir müssen unseren Vorstand ausdifferenzieren, wir müssen die Polizei diverser machen. Also man soll immer alles diverser machen. Und die Lösung für Rassismus soll dann immer sein, die Herrschaftsinstitution des kapitalistischen, der kapitalistischen Wirtschaft und aber auch des Staates einfach, ne, so gleichmäßig nach allen möglichen Minderheitsgruppen der Gesellschaft zu besetzen. Und das wollen wir kritisieren. Darauf können wir auch gleich nochmal inhaltlich eingehen, was genau das Problem damit ist. Und dann greifen wir natürlich auch die Frage von so marxistischer Klassenanalyse auf und fragen uns, wie kann das eigentlich sein, dass sich sowas wie Rassismus in der Gesellschaft herausbildet? Das ist ja nicht einfach selbstverständlich und das ist auch nicht natürlich, auch wenn es so bürgerliche Theorien gibt, die behaupten, dass einfach so Rassismus so eine Art quasi natürliche Reaktion auf das Fremde ist oder sowas. Und das ist Quatsch, das kann man auch historisch so nicht halten, sondern eher, dass Rassismus auch verbunden ist mit der Entstehung des Kapitalismus und mit der Art, wie kapitalistische Ausbeutung funktioniert. Also Ausbeutung ist nicht einfach Ausbeutung. Es ist natürlich der zentrale Modus, über den Reichtum im Kapitalismus angehäuft wird. Aber die Ausbeutungsbedingungen in der Klassengesellschaft sind nicht gleich. Also es gibt Formen der Überausbeutung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. In Deutschland sind es zum Beispiel vor allem migrantische Arbeitskräfte, die überausgebeutet werden. Und das heißt, es gibt so eine Diversität in der Art, wie unterschiedliche Teile der Klasse, unterschiedliche Teile der Arbeiterklasse
ausgebeutet werden. Und es ist nicht einfach so, dass Rassismus nur die Klasse spaltet, sondern die Klasse ist auch schon anhand von bestimmten Linien bereits gespalten. Und das wollten wir mit diesem Titel auch ausdrücken. Also es hat so eine doppelte Bedeutung. Es gibt eine Diversität in der Art, wie Ausbeutung im Kapitalismus stattfindet. Und viele von diesen Diversitätsforderungen laufen aber auch wieder darauf hinaus, irgendwie nur den Kapitalismus auszudifferenzieren, ohne ihn irgendwie abschaffen zu wollen. Cool. Der Untertitel lautet ja zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Kannst du vielleicht kurz sagen, was genau denn der herrschende Antirassismus ist und was eure Kritik daran ist? Genau, der herrschende Antirassismus ist vor allem so ein liberaler Antirassismus und das meint zum Beispiel diese Diversity-Forderung, die ich gerade genannt habe. Das ist so ein Aspekt, der einfach gerade super populär ist. Irgendwie DAX-Vorstände ausdifferenzieren oder mehr Women of Color CEOs oder sowas. Aber auch ein Antirassismus, der Rassismus vor allem als Bewusstseinsproblem sieht. Also Vorurteilspädagogik, Antirassismus-Workshops, die Polizei irgendwie kontrolliert vor allem irgendwie schwarze und migrantische Jugendliche. Ja, da müssen wir in der Ausbildung erstmal ein Antirassismus-Training machen, interkulturelle Trainings, damit die erstmal verstehen, dass diese Gruppen gar nicht so schlimm sind, wie sie denken oder sowas. Also so ein Antirassismus, der halt vor allem genau auf dieser Bewusstseinsebene arbeitet. Und der ist ja auch relativ konsensfähig geworden mittlerweile. Also es gibt bestimmt noch irgendwie krass konservative Teile, die sich dagegen wehren. Aber auch wenn man sich mal so die aktuelle Bundesregierung und deren Politik anschaut, dann ist es eigentlich nicht wirklich so, dass man die Existenz von Rassismus noch erklären muss. Es ist eher die Frage, welcher Antirassismus gemacht wird. Also wenn man Spaß an sowas hat, und ich habe Spaß an sowas, kann man sich mal den Koalitionsvertrag der Bundesregierung runterladen, einfach als PDF, und dann ins Suchfeld so ein paar subversive Begriffe auftauchen, also eingeben, die tauchen da auch alle auf. Es gibt zum Beispiel die Forderung nach intersektionaler Gleichstellungspolitik, das steht im Koalitionsvertrag. Es gibt mehrmals die Forderung, irgendwie Rassismus und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, irgendwie besonders aufzugreifen. Begriffe wie queer tauchen irgendwie achtmal auf. Also es ist so sehr, man gibt sich liberal, man gibt sich progressiv, ein paar Absätze so weiter, wird dann aber irgendwie eine Rückführungsoffensive gefordert, also dass einfach mehr Menschen abgeschoben werden. Und das kann so parallel laufen. Also man kann gleichzeitig fordern, intersektionale Gleichstellungspolitik hier und mehr Abschiebungen auf der anderen Seite, und das geht aber total gut parallel. Und das ist dieser herrschende Antirassismus, den wir meinen, und den wollen wir kritisieren. Nicht nur, weil wir allen Leuten, die so einen Rassismusbegriff haben, unterstellen, dass sie irgendwie den Kapitalismus stabilisieren wollen, sondern weil man es teilweise auch einfach nicht besser weiß. Also man bekommt ja keinen anderen Antirassismus in Deutschland vorgesetzt. Das ist auch einfach ein Fakt. Das heißt, viel davon läuft einfach so in diese krass liberale Schiene, und dem wollen wir aber sowas entgegensetzen, und wir wollen einfach auch eine Alternative präsentieren. Genau. Du hast ja jetzt schon auch erzählt, dass so einige Buzzwords und so einige Floskeln auch in Koalitionsverträgen ihren Niederschlag finden, und dass es halt auch schon in irgendwelchen Firmen und irgendwelchen anderen Betrieben halt auch dieses Ding gibt mit Diversity. Diese ganzen Buzzwords und diese ganzen Thematiken, die beeinflussen ja uns auch als radikale Linken. Und grundsätzlich stellt sich halt auch für uns die Frage, warum gerade der liberale Antirassismus so anschlussfähig ist im Mainstream, aber auch in linken Kreisen. Also ich glaube, dass es in linken Kreisen vor allem daran liegt, dass die Linke einfach krass schwach ist. Das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern global. Und das muss man einfach sagen, die Linke ist keine gesellschaftliche Kraft in Deutschland, die irgendwie in den Leben der Menschen verankert ist, die auch eigene Antworten auf gesellschaftliche Probleme bieten kann, sondern es gibt so ein bisschen so Kulturkampf von Rechten gegen Liberale, und die Linken sehen sich dann so ein bisschen in der Verantwortung, die liberale Seite zu stützen, weil das natürlich auch das geringere Übel ist. Und dann orientiert man sich natürlich auch an liberalen Inhalten, weil man auch einfach keine eigenen Inhalte hat. Und bei den Liberalen, würde ich sagen, hat es damit zu tun, dass es einerseits natürlich auch antirassistische Kämpfe gegeben hat, die bestimmte Forderungen auch einfach durchgesetzt haben. Also, dass überhaupt ein liberaler Antirassismus existiert, hat natürlich auch mit antirassistischen Kämpfen zu tun. Aber innerhalb von kapitalistischen Gesellschaften lassen sich Forderungen natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt durchsetzen. Also Forderungen, die die kapitalistische Klassengesellschaft an sich in Frage stellen, werden natürlich weniger übernommen als Forderungen, die einfach nur daran so ein bisschen schrauben wollen. Und gerade in westlichen Gesellschaften, in Gesellschaften, die nicht mehr wirklich Industriegesellschaften sind, merkt man auch einfach, wie es irgendwie so einen breiten Dienstleistungszweig gibt, in der bestimmte unterschiedliche Identitäten jetzt sogar als Pluspunkt gelten. Also
Vielleicht haben einige das auch schon selber erfahren, wenn man irgendwie sich irgendwo bewirbt, dass man dann bestimmte Erfahrungspunkte von sich in den Mittelpunkt stellt und erklärt, weil ich diese und diese und diese Erfahrungen habe in dieser Gesellschaft, bin ich besonders geeignet für diese Stelle. Das gibt es auch teilweise in krass zynisch, also das gibt es mit allen möglichen Erfahrungswelten im Kapitalismus, dass der Kapitalismus eigentlich das so krass gut in sich integrieren kann. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel in der Zeit gelesen, wo es irgendwie darum geht, wie man seine Depression im Arbeitsprozess positiv nutzbar machen kann oder sowas. Das ist irritierend. Es gab eine richtig krasse und extrem zynische Kampagne für so Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, wo die Fluchttraumata von Geflüchteten als positiver Punkt in der Anstellung angeführt wurde. Also ich bin zu Fuß über die Sahara gekommen, ich bin belastbar. Oder ich bin auf einem Schlauchboot mit 20 Menschen gekommen, ich bin teamfähig. Und sowas gibt es, das sind einfach Plakate, die hängen bundesweit überall in der Bundesrepublik. Und da ist Fluchterfahrung plötzlich nicht mehr ein Nachteil, sondern ein positiver Teil im Arbeitsprozess. Und es hat einfach damit zu tun, wie zynisch der Kapitalismus funktioniert, der einfach alles in sich integrieren kann, aber dann immer auf so eine Art. Also natürlich finden wir, dass Menschen, die im Asylprozess sind, in der Lage sein sollten, eine Arbeitserlaubnis zu kriegen und zu arbeiten. Aber sollte das das Argument sein? Also ist das wirklich ein antirassistisches Argument? Diese Frage sollte man sich mal stellen. Das gibt es auch vom Handelsblatt, gab es mal so einen Artikel, der hieß, das würde ein Ausländer raus Deutschland kosten. Und dann stellen die so eine Statistik auf, wo so die Einbußen im Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ohne migrantische Arbeitskräfte sind. Und das hält man dann für ein antirassistisches Argument. Aber das ist halt Antirassismus und Kapitalismus. Also. Okay, und was unterscheidet ein marxistisches Rassismusverständnis von einem liberalen Rassismusverständnis? Genau, also wir versuchen mit der marxistischen Methode erstmal zu etablieren, dass wir versuchen, uns Rassismus auch erstmal historisch anzuschauen. Also der Begriff historischer Materialismus wird für die eine oder andere schon mal gefallen sein. Wir gucken uns das erstmal geschichtlich an. Also wie ist Rassismus eigentlich entstanden? Das mache ich vor allem in dem Artikel, den ich geschrieben habe. Und ich versuche nachzuzeichnen, wie eigentlich der moderne Rassismus, über den wir heute sprechen, mit der kapitalistischen Produktionsweise entstanden ist. Und wie der eigentlich auch unmittelbar verbunden ist mit der Entstehung von Kapital und von Klassengesellschaft eigentlich. Und das hat einmal mit den historischen Anfängen des Kapitalismus zu tun. Das heißt bei Marx die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, also die Anhäufung des allerersten Kapitals, was notwendig war, um den Kapitalismus erstmal in Gang zu bringen. Und da hat es so verschiedene Faktoren gebraucht. Bürgerliche Historiker sagen, die ersten Kapitalisten waren einfach besonders sparsam. Das war nicht der Fall. Es hatte mit ganz viel Gewalt und gewaltsamer Enteignung zu tun, sowohl in Europa als auch im Rest der Welt, also vor allem mit Kolonialismus. Und diese koloniale Ausbeutung, die es damals gegeben hat, um den Kapitalismus erstmal entstehen zu lassen und die Versklavung der kolonisierten Bevölkerung und so weiter, das hat eine bestimmte Form von Überausbeutung geschaffen, die mit rassistischen Ideologien gerechtfertigt wird. Und das ist jetzt erstmal sehr verkürzt dargestellt, aber daraus können wir erstmal ableiten, es funktioniert nicht, den Kapitalismus einfach auszudifferenzieren, sondern in der Art, wie der Kapitalismus entstanden ist und in der Art, wie der Kapitalismus funktioniert, ist dieser Rassismus, so wie dieser Kapitalismus entstanden ist, ein notwendiger Bestandteil davon. Das heißt, es funktioniert nicht einfach nur, den Kapitalismus diverser zu machen, und es funktioniert auch nicht einfach nur zu sagen, die Rassisten werten Migranten ab, deswegen müssen wir sie einfach aufwerten. Da, wo die Rassisten ein Minus setzen, müssen wir einfach ein Plus setzen. Das funktioniert nicht ganz, sondern wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, wie funktioniert diese Klassengesellschaft mit Hilfe von Rassismus und wie lässt sich dann aber Rassismus auch abschaffen? Und damit wollen wir nicht sagen, wir machen einfach Sozialismus und dann ist Rassismus automatisch weg. Schön wär's, so einfach ist es leider nicht. Sondern wir wollen uns wirklich erstmal analytisch die Frage stellen, wie funktioniert das überhaupt, um darauf dann auch praktische Antworten geben zu können. Dankeschön. Und in dieser Entwicklung eines marxistischen Rassismusverständnisses habt ihr euch ja auch direkt am Anfang vom Buch dazu entschieden, ein Lenin-Zitat zu bringen, was ja erstmal schon eine Ansage ist. Und zwar, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Zwei Fragen, warum habt ihr euch dafür entschieden und ist er wahr? Die zweite Frage kann ich direkt mit Ja beantworten. Und ich werde ja, warum? Natürlich noch mehr dazu sagen. Also wir haben uns für diesen Zitat entschieden. Es war so ein bisschen meine Idee und ich wusste, dass es kontrovers sein wird. Ich wusste nicht, dass es der kontroverseste Teil des Buches sein wird, was tatsächlich der Fall ist. Also ich mache auch einen krassen Antikommunismus dafür verantwortlich, der einfach gesellschaftlich existiert.
Aber viele Leute sind natürlich einfach auch erstmal so abgeschreckt, wenn sie den Namen Lenin hören. Und zwar wird dieses Zitat häufig auch einfach falsch verstanden. Und was es aber bedeutet, fasst eigentlich den Kern unseres Buches sehr gut zusammen. Also Wahrheit hat im Russischen, es gibt so verschiedene Worte für Wahrheit im Russischen. Das, was Lenin da im Original verwendet, heißt so viel wie aus der Realität abgeleitet. Also der Marxismus ist allmächtig, also er zieht seine politische Macht eigentlich daraus, dass seine Erkenntnisse aus der Realität abgeleitet sind. So funktioniert unsere Analyse. Und uns ist ja häufig irgendwie begegnet, ne, dieses Marxismus bezieht sich nur auf europäische Gesellschaften, Marxismus hat nur irgendwas mit so weißen Industriearbeitern in imperialistischen Zentren zusammen und hat überhaupt keine Anwendungskraft für Gesellschaften außerhalb von diesem spezifischen historischen Raum. Marxismus war nur im 19. Jahrhundert irgendwie relevant, heutzutage ist es total überholt. Also diese ganzen Vorwürfe hört man ja häufig, das ist ja auch das Argument, mit dem häufig gerechtfertigt wird, warum man sich mit Marxismus überhaupt nicht mehr beschäftigen möchte. Und das sehen wir einfach anders. Für uns ist es eine Methode, mit der wir Gesellschaft analysieren. Das schreibt auch Walter Rodney sehr gut, panafrikanischer Historiker und auch Marxist, der so ein sehr schönes Essay geschrieben hat, was es leider nicht auf Deutsch gibt. Das heißt Marxism and African Liberation. Und da stellt er eigentlich genau diese Frage, ist Marxismus überhaupt anwendbar für afrikanische Gesellschaften und kann es überhaupt Antworten geben für die Frage der afrikanischen Befreiung? Und er beantwortet es auch mit Ja, nämlich aus zwei Gründen. Dass es einmal eine Methode ist, mit der wir Gesellschaften analysieren. Und diese Methode kann überall unabhängig vom Zeit und Ort angewandt werden. Und das bedeutet nicht, dass daraus bestimmte Erkenntnisse hervorgehen. Also die Analyse, die Marx für England des 19. Jahrhunderts gemacht hat, die Ergebnisse kommen natürlich nicht raus, wenn man dieselbe Methode woanders anwendet. Da kommt man zu anderen Schlüssen. Aber das zeichnet eine Methode ja auch aus. Und deswegen können wir die immer und überall anwenden. Und gleichzeitig ist es aber mehr als nur ein akademischer Zugang zur Gesellschaft, sondern immer auch ein politischer Anspruch und immer auch verbunden mit dem Anspruch, alle gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, in denen der Mensch geknechtet ist. Und deswegen auch in der Lage ist, immer eigentlich die radikalsten Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu bieten, weil es auf gesellschaftliche Veränderung hinläuft. Und genau das will Lenin eigentlich auch in diesem Essay sagen, aus dem wir diesen Satz herausgenommen haben, dass die Macht der marxistischen Theorie genau daher kommt, dass wir sie immer überall anwenden können, wo gesellschaftliche Phänomene auftreten, zum Beispiel Rassismus, und dass daraus aber auch eine Stärke besteht und dass wir uns auch andere Fragen stellen als andere eher akademische, eher liberale Ansätze, die es einfach interessant finden, sich Gesellschaft anzugucken, sondern für uns geht es immer auch um politische Fragen. Und für uns ist die Analyse von Rassismus nicht einfach nur interessant, sondern natürlich geht es uns darum, Rassismus abzuschaffen und uns die Frage zu stellen, wie geht das überhaupt? Und die Veranstaltung ist ja auch von Gegenmacht-Info, also die Frage nach, wie bauen wir gesellschaftliche Macht auf, mit der wir unsere Forderung überhaupt auch erst durchsetzen können. Und alle diese Fragen, die so daran angrenzen, sind nicht losgelöst von der Analyse, die wir machen. Die ist unmittelbar damit verbunden, die ist verbunden mit dem Kampf für den Sozialismus, nicht einfach nur als Selbstbeschäftigung, sondern weil die rassistische Gewalt, unter deren Vorschein diese Veranstaltung ja auch stattfindet, die Notwendigkeit ja bewiesen hat. Also ich denke, man muss niemandem beweisen, dass es notwendig ist, dass wir kämpfen müssen, um sowas wie Rassismus und kapitalistische Ausbeutung überhaupt abschaffen zu müssen. Mhm. Und wenn sich der Marxismus jetzt wirklich auf die Wirklichkeit bezieht, wie Lenin das sagt, ist dann ausreichend, wenn man sich auf so eine aktuelle Gesellschaft bezieht, zum Beispiel jetzt auf die Anschläge von Hanau, oder ist es zwangsläufig, dass man auch eine historische Perspektive einnimmt? Weil man könnte ja auch einfach sagen, man kann ja rassistische Zustände und rassistisches Verhalten identifizieren. Es wird ja teilweise auch schon sanktioniert, teilweise durch Gesetze, teilweise auch sozial. Man könnte sagen, so wie es ist, ist es scheiße, wir machen es jetzt anders. Mhm. So. Und ihr übernehmt ja auch immer wieder eine historische Perspektive. Warum ist die notwendig? Weil ich denke, dass man ohne die historische Perspektive nicht verstehen kann, warum Rassismus so funktioniert, wie es funktioniert. Also es gibt ja einen Antirassismus und es gibt Antirassismus so lange, wie es Rassismus gibt. Und trotzdem schafft es diese Gesellschaft immer wieder Menschen anhand von bestimmten Kategorien zu spalten, egal ob man das jetzt Rasse nennt oder ob man das Kultur nennt oder an Fragen von Migration. Es passiert ja immer wieder. Und meine Kritik ist nicht, dass liberaler Antirassismus es nicht ernst meint, sondern dass es Sisyphusarbeit ist. Also dass es eigentlich immer wieder, dadurch, dass die Grundlagen des Rassismus nicht hinterfragt werden, nicht in der Lage ist, diesen abzuschaffen. Also wir hatten vor allem in der Nachkriegszeit diesen Antirassismus, irgendwie die UN hat dieses groß angelegte wissenschaftliche Projekt gemacht, bei der widerlegt wurde, dass Rassen existieren, und das wissen jetzt die meisten Leute, Rassen existieren nicht.
Rassisten schaffen es trotzdem, ihre Kategorien auszudrücken. Die schaffen es trotzdem, immer zu wissen, wen sie damit meinen, wenn sie rassistisch sind. Die benutzen jetzt teilweise andere Begriffe, die sprechen jetzt einfach von Kulturen und Kulturräumen und nicht mehr von Rassenhierarchien. Die sagen auch gar nicht mehr, die sind uns unterlegen, sondern wir sind alle gleich, aber die sollen einfach da bleiben, wo sie herkommen. Also es funktioniert ja immer wieder für den Rassismus, sich neu auszudrücken und andere Kategorien zu finden. Und trotzdem kommt es zum Beispiel immer wieder zu diesem biologistischen Rassismus. Das haben wir in der Sarrazin-Debatte zum Beispiel gesehen, der irgendwie das dann doch schafft, sowas zu sagen wie türkische Frauen, die Kopftuchkinder zur Welt bringen, wo man denkt, okay, da werden eigentlich kulturelle Merkmale wieder krass biologisiert oder sowas. Also man muss sich Rassismus historisch anschauen, weil wenn wir verstehen, wie der Rassismus entstanden ist und wie er bis jetzt funktioniert hat, dann verstehen wir auch, dass diese liberalen antirassistischen Ansätze, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, einfach auch nicht ausreichen, weil wir dann verstehen, wie der Rassismus funktioniert. Und das bietet auch schon bestimmte Antworten auf diese Frage. Mhm. Aber wenn wir uns dann so eine materialistische Herangehensweise aneignen, führt das nämlich auch zwangsläufig irgendwie zu so einer Verkürzung auf ja, Ökonomistik? Ich würde sagen, nicht zwangsläufig, weil das, genau das passiert ja, wenn wir uns das historisch anschauen. Also ich mache das in meinem Artikel, dass ich zeige, okay, so ist Rassismus entstanden und so hat Rassismus auch mit bestimmten Bedürfnissen des Kapitals zu tun und deswegen ist Rassismus ja auch funktional für den Kapitalismus. Aber es gibt natürlich auch rassistische Momente, die für den Kapitalismus nicht funktional sind, die nicht irgendwie in so einer Funktionslogik des Kapitalismus abspielen. Bestimmte Formen der rassistischen Gewalt. Also ne, ich habe ja gerade dieses Beispiel vom Handelsblatt angeführt, die sagen, das würde ein Ausländer raus Deutschland kosten. Also die sind ja nicht die sind ja nicht antirassistisch per se, aber die sind auch gegen die Nazis, die irgendwie wollen, dass man die alle abschiebt, weil wir brauchen die migrantischen Arbeitskräfte in Deutschland, damit sie auch hier den Reichtum, der hier in dieser Gesellschaft existiert, auch mitproduzieren können. Es gibt noch andere Beispiele von kolonialem Genozid. Und es klingt jetzt zynisch, aber aus Perspektive des Kapitals ist das nicht funktional. Das ist eine Zerstörung von Arbeitskräften. Das ist nicht sinnvoll für den Kapitalisten, dass man irgendwie rassistisch mordet oder sowas, weil daran hat das Kapital kein Interesse. Für das Kapital muss sich Gleichheit und Ungleichheit immer so ein bisschen die Waage halten. Zu viel Ungleichheit ist schlecht, weil man will die Arbeitskräfte behalten. Zu viel Gleichheit ist auch nicht gut, weil dann gibt es die Möglichkeit zur Überausbeutung nicht mehr. Und deswegen muss sich das so ein bisschen die Waage halten. Aber rassistische Ideologien haben trotzdem auch eine Eigendynamik und die bewegen sich nicht nur innerhalb diesem Rahmen, der irgendwie für den Kapitalismus funktional ist. Und zu diesen Schlüssen komme ich, weil ich meine marxistische Analysemethode anwende. Und das bedeutet eben genau, wie Lenin das gesagt hat, dass man nicht immer zu den Schlüssen kommt, alles ist ableitbar aus dem Kapitalismus, sondern im Gegenteil, manche Dinge beziehen sich dann eben wieder nicht auf den Kapitalismus. Ich denke aber auch, dass man diese nicht funktionalen Teile des Rassismus gar nicht verstehen kann, wenn man nicht versteht, wie Rassismus überhaupt entstanden ist und wie Rassismus auch weiter zum Funktionieren gebracht wird und warum das, wie das sein kann, dass die allermeisten Menschen wahrscheinlich rassistische Morde verurteilen und es trotzdem immer wieder passiert und es trotzdem immer wieder dazu kommt. Mhm. Ja, wo du gerade die mörderische Eigendynamik auch des Rassismus ansprichst, die ja auch in Hanau sehr offensichtlich wurde, war sich Marx dieser Dynamik bewusst? Konnte er das überhaupt schon absehen, welche Funktionen Rassismus innerhalb des Kapitalismus halt hatte? Weil er auch zu einer Zeit geschrieben hat, auch zu einer Zeit von der ursprünglichen Akkumulation, die kurz vorher war oder die vorher war. Welche Funktion es dann für eine, ja, unsere Industriegesellschaft oder Dienstleistungsgesellschaft, welche Funktion er da einnimmt? Jein. Also so wie der Rassismus sich heute herausgebildet hat, das hätte man natürlich nicht vor 200 Jahren schon so absehen können. Und ich würde auch sagen, dass man bestimmte Analysen auch erst machen kann von gesellschaftlichen Phänomenen, wenn sie voll entwickelt sind. Es ist aber interessant, dass man auch bei Marx schon bestimmte Analysen finden kann, die auf so eine, ja, so eine Analyse von Rassismus hindeuten. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der irischen Frage, wo er sich anguckt, wie eigentlich das Verhältnis von englischen und irischen Arbeitern damals in Großbritannien war, das sehr feindselig war und das auch geprägt war durch einen britischen Kolonialismus in Irland und auch einem Chauvinismus, den englische Arbeiter gegenüber irischen Arbeitern hatten und wie das auch die Arbeiterklasse dort gespalten hat und verhindert hat, dass es dort irgendwie zu gemeinsamen Kämpfen, zu Klassenkämpfen kommt. Es gibt auch Analysen von ihm zu den Amerikas. Es gibt ja einen Briefwechsel zwischen Marx und Abraham Lincoln, wo Marx sich sehr krass für den Abolitionismus ausspricht, also für die Abschaffung der Sklaverei, für die er sich auch Zeit seines Lebens eingesetzt hat. Und es ist interessant, alle, die das Kapital schon mal gelesen haben, kennen vielleicht das 8. Kapitel, die es nicht gelesen haben, können es noch nachholen. Da schreibt er über so Kämpfe um den Normalarbeitstag in England, also wie dieser 8-Stunden-Tag überhaupt durchgesetzt wurde. Das haben sich
die Arbeiter durch den Klassenkampf in England ja überhaupt erst erkämpft. Und dann schaut er sich an, okay, so war das in England, wie war das zum Beispiel in Frankreich? Dort gab es einen 10-Stunden-Arbeitstag und wie war das in den Amerikas? Und guckt sich die US-amerikanische Gesellschaft an und kommt zu dem Schluss, wie er das formuliert, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Also die weiße Arbeiterklasse in England und die Arbeiterbewegung dort scheitert eigentlich immer wieder, weil sie es nicht geschafft haben zu verstehen, dass die schwarzen Sklaven dort auch Teil ihrer Klasse sind und sie es nicht geschafft haben, sich für die Abschaffung der Sklaverei einzusetzen, um überhaupt eine Ausgangslage für die schwarzen Sklaven oder ehemals schwarzen Sklaven zu schaffen, um sich gemeinsam mit denen zu organisieren. Und deswegen sind sie auch gar nicht in der Lage, selbst eine eigene Klassenmacht aufzubauen, die in der Lage ist, ihre eigene Ausbeutung abzuschaffen. Es gibt dann noch eine Reihe von anderen Theoretikern, die daran anschließen, also Du Bois zum Beispiel, auch ein schwarzer Marxist aus den USA, der sich die Frage stellt, ne, nach der Abschaffung der Sklaverei ist es fast zu einer sozialistischen Bewegung in den USA gekommen und die Jim Crow-Gesetze, also diese Segregationsgesetze, die dann in den USA durchgesetzt wurden, wurden durchgesetzt, um diese sozialistische Bewegung zu spalten, um irgendwie sozialistische Räte, die langsam schon aufgebaut wurden, auch zu spalten anhand von rassistischen Linien, die dann irgendwie durch Jim Crow-Gesetze so geteilt wurden, dass sie einfach nicht mehr zusammengekommen sind. Und ich finde, auch hier muss man sich wieder die Frage stellen, immer dann, wenn es zu rassistischer Gewalt kommt, muss man sich die Frage stellen, wie kommen Rassisten überhaupt auf ihre Kategorien? Die existieren ja nicht einfach natürlich und es ist auch nicht normal, dass man immer, dass jeder Rassist immer weiß, auf wen er sich bezieht. Und ich finde, da müssen wir uns einfach die Frage stellen, wo werden diese Spaltungslinien gezogen und wo kommen die überhaupt her und wie können wir das überhaupt erstmal greifen und wie kann man das dann überhaupt erstmal verstehen, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass es dann zum Beispiel zu dieser Gewalt kommt. Und wenn jetzt wenn wir jetzt halt diese wirklichen Funktionen des Rassismus und Kapitalismus sehen und analysieren, warum grenzt ihr euch dann so von dem Konzept des Racial Capitalism ab? Das hier, glaube ich, nicht so verbreitet ist im deutschsprachigen Raum, eher im englischsprachigen Raum. Vielleicht kannst du das kurz erklären und warum ihr euch davon explizit abgrenzt. Genau, wir sind darauf nur super kurz eingegangen in der Einleitung. Ich würde auch sagen, dass es im deutschsprachigen Raum noch nicht so richtig existiert. Ich würde sagen, es ist ein bisschen widersprüchlich. Der Begriff wird auch unterschiedlich benutzt. Der kommt eigentlich aus dem südafrikanischen Marxismus und sollte eigentlich einen spezifischen Modus des Apartheid-Südafrika beschreiben und wie das Apartheid-Südafrika dort funktioniert, wie die Apartheid auch ein Mittel zur Durchsetzung des Kapitalismus in Südafrika war. Vor allem Neville Alexander, falls man das mal googeln will. Der hat dazu geschrieben und Cedric Robinson, der dieses berühmte Buch Black Marxism geschrieben hat, greift es auf und wendet es aber ganz allgemein auf die kapitalistische Produktionsweise an und sagt, Konzepte wie Rasse oder Race existieren auch schon in der kapitalistischen Ökonomie und deswegen kann man Kapitalismus nicht verstehen, ohne das zu verstehen. Und wir kritisieren das insofern, als dass wir natürlich sagen, dieser Kapitalismus, so wie er historisch entstanden ist, ist nicht nachzuvollziehen, ohne Rassismus nachzuvollziehen. Aber Kapitalismus braucht nicht auf der ökonomischen Ebene Rassismus oder Rasse existiert nicht auf der ökonomischen Ebene, sondern Kapitalismus braucht erstmal nur Ausbeutung von Mehrwert, ganz abstrakt. Und diese Ausbeutung von Mehrwert ist vorstellbar über andere Kategorien auch. Also ich weiß nicht, wenn wir uns eine alternative geschichtliche Entwicklung vorstellen, in der es andere Formen von Überausbeutung gegeben hätte, die nicht rassistisch erklärt werden, sondern ganz anders, dass das potenziell möglich ist. Aber das sind auch eher so akademische Gedankenspielereien. Also so wie wir das auf jeden Fall analysieren, ist, dass die Gesellschaft, in der wir leben, jetzt heute natürlich nicht vorstellbar ist ohne Rassismus und dass auch der Kapitalismus, mit dem wir uns historisch auseinandergesetzt haben, ohne nicht wirklich vorstellbar ist. Und das lässt sich auch in Bezug auf alle möglichen Gesellschaften sagen. Also jetzt nicht nur Deutschland oder die USA oder sowas, sondern das kann man sich in jeder Gesellschaft individuell anschauen. Genau, ich würde jetzt den Gedanken noch mal kurz aufgreifen. Ist der Rassismus dann demnach systemrelevant für den Kapitalismus oder kann es auch einen Kapitalismus ohne Rassismus geben? Theoretisch vielleicht schon, aber diesen Kapitalismus nicht. Also deswegen würde ich das vielleicht ganz simpel mit Nein beantworten. Der Rassismus ist schon systemrelevant, insofern als dass man historisch sehen kann, dass er immer wieder auch angewandt wurde, um gemeinsame Kämpfe, um irgendwie revolutionäres Potenzial auch zu verhindern. Das ist, alle, die vielleicht Stuart Hall kennen, der hat das mal aufgeschrieben in Bezug auf Südafrika, wie dort eigentlich gemeinsame Organisierung von weißen und schwarzen Arbeitern immer wieder verhindert wurde durch eine rassistische Spaltung. Das kann man
in den Amerikas auch immer wieder beobachten. Das kann man in allen möglichen Gesellschaften beobachten, wie anhand von rassistischen Linien gespalten wird und unterschiedliche Interessenlagen geschaffen werden. Ne, dass die Arbeiter, die so ein bisschen privilegierter sind als die anderen, dann irgendwie eher ein Interesse daran haben, diese Grenze nach unten aufrecht zu erhalten, damit sie nicht in die unterste Stufe der sozialen Hierarchie abrutschen. Die anderen haben irgendwie das Gefühl, dass die ein bisschen privilegierteren Arbeiter Teil des Herrschaftsapparates sind. Es kommt einfach nicht zu gemeinsamen Kämpfen. Und insofern ist es natürlich funktional für den Kapitalismus. Und bestimmte rassistische Gesetze sind auch funktional für den Kapitalismus. Also, dass wir zum Beispiel Staatsbürgerschaftsgesetz in Deutschland haben, was es teilweise erlaubt, bestimmte Arbeitskräfte auszuschließen von bestimmten Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Also nicht alle Arbeiter haben Anspruch auf Mindestlohn. Nicht alle Arbeiter können einfach beanspruchen, nach 8 Stunden nach Hause zu gehen, weil sie einfach den Unternehmen, wo sie arbeiten, krass ausgeliefert sind, weil sie teilweise ihre Pässe abgeben müssen, weil sie gar nicht legal in Deutschland sind oder weil es bestimmte EU-Entsenderichtlinien gibt, die es Unternehmen erlaubt, Menschen nach den Tarifen ihrer Heimatländer zu bezahlen, die natürlich viel niedriger sind als die, die es in Deutschland gibt und so weiter. Diese Art von rassistischer Gesetzgebung ist auf jeden Fall funktional für den Kapitalismus und deswegen ist auch Rassismus auf jeden Fall systemimmanent für den Kapitalismus. Okay, danke. Ich würde jetzt noch mal kurz den Blick auf Deutschland richten. Wir machen ja auch hier die Veranstaltung im Rahmen des Hanau-Gedenkens. Und wenn man sich die Morde von Hanau anschaut, wie kann dieser Anschlag aus einer marxistischen Perspektive betrachtet werden? Die Frage ist natürlich immer, wie schaut man sich das jetzt analytisch an? Was ich auf jeden Fall interessant finde, es gibt einen Radiobeitrag vom WDR, den Sebastian Friedrich gemacht hat, der auch bei uns einen Artikel geschrieben hat zu Neuer Rechte, also AfD und Neue Rechte und das Aufkommen davon in Deutschland, der sich anguckt, okay, wie relevant ist eigentlich die Klassengesellschaft in Hanau dafür, dass es überhaupt zu diesem Anschlag gekommen ist, eine bestimmte Form von Ghettobildung, eine bestimmte Form von so migrantischen Vierteln, die dort überhaupt aufgekommen sind, die es natürlich für Rassisten auch einfach machen, zu wissen, wo muss man jetzt hingehen, um die Leute zu finden, die ich meine. Und auch exklusiv diese Leute zu finden. Also es gibt eine bestimmte Form von so rassistischer Aufteilung der Stadt. Das merkt man, das ist ja hier in Frankfurt auch irgendwie relevant. Das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen verändert. Als ich aufgewachsen bin, war es auf jeden Fall noch so, dass im Gallus, wo ich aufgewachsen bin, über 80% Menschen mit Migrationshintergrund waren und MigrantInnen. Und Frankfurt war ja auch lange irgendwie die migrantischste Stadt Deutschlands. Und das ist ja kein Zufall. Das hat damit zu tun, wie diese Orte eingerichtet sind, also wie der Industriestandort Frankfurt funktioniert, dass es hier einen Flughafen gibt, dass es hier Industrie gibt. Das ist ja auch in NRW zum Beispiel der Fall, dass es dort irgendwie total viele Automobilproduzenten gibt, in Süddeutschland genauso. Das heißt, das sind die Orte, wo viele MigrantInnen sind, weil das die Orte sind, wo auch Überausbeutung stattfindet. Und das sind dann auch die Viertel, in die diese Leute irgendwie gedrängt werden und so weiter. Und das schafft überhaupt erst die Grundlagen dafür, sich überhaupt darauf beziehen zu können und überhaupt verstehen zu können, was die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind dafür, dass es dazu kommen kann, wozu es gekommen ist. Sebastian schreibt in unserem Buch auch einen Artikel zu Neuer Rechter. Also wie kann dieses gesellschaftliche Klima, was ja jetzt auch in den letzten 10 Jahren wieder aufgekommen ist, was wir zuletzt in den 90er Jahren zum Beispiel beobachtet haben, überhaupt so entstanden ist. Ne, wie können irgendwie Rechte sich aufbauen? Wir reden hier von Gegenmacht, aber Rechte bauen auch Hegemonieprojekte auf. Die sind auch politisch organisiert, die schaffen auch ein bestimmtes gesellschaftliches Klima, die prägen gesellschaftliche Diskurse auf eine bestimmte Art und die prägen natürlich auch solche Attentäter, also die kommen ja nicht einfach im luftleeren Raum auf, sondern die beziehen sich auf einen gesellschaftlichen Kontext, in dem sie entstehen und in dem dieser Rassismus auch auf diese Weise aufgefacht und normalisiert wird und auch da eine spezifische Funktion hat zur gesellschaftlichen Spaltung. Und ich glaube, da ist es auch wieder wichtig zu verstehen, Gedenken ist Gedenken, aber wenn man das entpolitisiert und wenn man das loslöst von den gesellschaftlichen Wurzeln, dann kann man auch diesen Problemen nicht begegnen. Und ich finde, das hat man gerade in den 90ern gesehen. In den 90ern ist es zu krass vielen rassistischen Pogromen gekommen und es war ein gesellschaftlicher Einbruch. Aber was ist passiert? Man hat irgendwie Lichterketten gemacht und man wollte irgendwie zusammenkommen und irgendwie mehr Toleranz und sowas. Das hat nicht verhindert, dass es jetzt wieder zu solchen rassistischen Anschlägen kommt. Es ist ja nicht nur Hanau, wo es krass tödlich geworden ist, sondern es kommt ja auch auf der Straße immer wieder zu rassistischer Gewalt, die vielleicht nicht tödlich ist, aber das ist ja genauso relevant. Und auch da wieder, wie kann das sein, dass sowas aufkommt? Es ist nicht überzeugend, einfach zu sagen, es gibt einen Rechtsruck, sondern was sind eigentlich Krisenphänomene des Kapitalismus und wie können Rechte, Hegemonieprojekte darauf antworten und Macht in der Gesellschaft aufbauen, die sowas dann auch wieder ermöglichen? Du verwendest in deinem Text auch den Begriff der industriellen Reservearmee. Mhm. Jetzt Fangfrage, ist dieser Begriff angesichts des gesellschaftlichen Wandels hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft noch aktuell
oder muss das dann angepasst werden? Mhm. Also industrielle Reservearmee, um das vielleicht kurz zu erklären für diejenigen, die das Konzept nicht kennen, ist ein Begriff von Marx, den er verwendet, um zu erklären, dass es eigentlich in kapitalistischen Gesellschaften natürlich eine Arbeiterklasse braucht, die arbeitet und die den Reichtum in der Gesellschaft produziert, aber dass es auch immer eine Masse an Arbeitslosen braucht, die irgendwie konstant in der Gesellschaft vorhanden sind, auf die man immer wieder zugreifen kann und die aber auch den Druck auf die arbeitende Arbeiterklasse immer wieder erhöhen, zu sagen, okay, wenn du mal ein bisschen mehr Lohn forderst zum Beispiel, gibt es immer noch eine Reihe von Menschen, die bereit sind, für viel weniger Geld das zu machen, was du gerade machst. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auch jetzt immer noch aktuell ist, dass es vielleicht in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich relevant ist. Also es gibt Bereiche, da findet man eigentlich immer sofort eine Anstellung in der Pflege oder in der sozialen Arbeit oder wenn man irgendwie Erzieherin ist oder sowas, kann man eigentlich immer einen Job finden. Das ist bei anderen Jobs vielleicht ein bisschen schwerer. Aber ich würde schon sagen, dass auch jetzt das immer noch existiert und dass es auch Formen der Migrationsanwerbung gibt seitens des Kapitals, was ja in Deutschland vor allem vertreten wird durch diesen Dachverband der deutschen Arbeitgeberverbände, die immer wieder eine bestimmte Form von Arbeitsmigration anstoßen. Also die wollen ja, dass mehr Menschen nach Deutschland einwandern, mehr Arbeitskräfte, nicht weil es in Deutschland nicht genug Arbeitskräfte gibt. Es gab auch zu Zeiten der Gastarbeiteranwerbung genug Arbeitskräfte in Deutschland, um die Produktionsbedürfnisse des Kapitals abzudecken. Aber die waren alle gewerkschaftlich mit eingebunden und die Tarife waren relativ hoch. Und es war für das Kapital nicht so einfach möglich, diese Leute überaus zu beuten. Und das ist jetzt immer noch teilweise der Fall. Darauf antworten Rechte natürlich irgendwie mit der Antwort zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Aber dass es so einen Niedergang an der industriellen Reservearmee gibt, spitzt auch Widersprüche zu. Also ich weiß nicht mal, wie dieser CDU-Politiker aus NRW hieß, der irgendwie sowas meinte wie Kinder statt Inder. Diese Parole hat man schon mal gehört. Also deutsche Frauen sollen einfach mehr Kinder kriegen, anstatt dass wir mehr Migranten ins Land holen. Und so sollen die Arbeitskraftbedürfnisse Deutschlands gedeckt werden. Deutsche Frauen kriegen immer weniger Kinder. Ne, es gibt irgendwie feministische Bewegung, Frauen müssen nicht mehr so viele Kinder kriegen. Es kommt dann zu so einem Niedergang, dann sagt das, dem Kapital ist natürlich egal, wo diese extra Arbeitskräfte herkommen. Und dann kann es auch einfach Migration sein, das wollen aber Rechte nicht und dann kommt es wieder zu diesem Spannungsfeld. Und auch da würde ich wieder sagen, Linke müssen andere Antworten darauf haben, anstatt sich innerhalb dieser Dichotomie zu bewegen, pro oder anti-Migration oder sowas, sondern natürlich sind wir immer pro Migration, natürlich sind wir pro offene Grenzen, aber man kann sich nicht einfach auf diese liberale Seite schlagen und dann sagen, das ist jetzt irgendwie die richtige Antwort, weil es einfach Hauptsache gegen rechts oder sowas, sondern wir müssen diese Grundlagen dieser Dichotomie überhaupt erstmal hinterfragen. Ja, Stichwort Migration. Wir haben ja in Deutschland eine sehr restriktive Migrationspolitik. Wäre es jetzt nicht fürs Kapital von Interesse, die Zuwanderung einfacher zu gestalten? Ich glaube, da gibt es verschiedene Kapitalfraktionen, die verschiedene Interessen haben. Also ich glaube, in der Bauindustrie ist es zum Beispiel total gut, dass es so restriktiv ist, weil es eine krass ausbeuterische Industrie ist, in der super viele Menschen illegalisiert arbeiten, super viele Menschen aus zum Beispiel Ost- und Südosteuropa, die wegen dieser EU-Entsenderichtlinien, die ja sehr restriktiv sind und sehr auf so Arbeitsmarktanforderungen ausgerichtet sind, irgendwie super billig arbeiten können, auch in der Agrarwirtschaft, also so Spargelernten und sowas, Erdbeerernten hat man ja alles schon mal gesehen. Da arbeiten ja auch vor allem zum Beispiel Menschen aus Rumänien oder sowas. Denen werden einfach ihre Pässe abgenommen und die kann man dann einfach, ne, also die kann man einfach krass überausbeuten, weil sie diesen Schutz nicht genießen können, weil sie gar nicht einfach so legal nach Deutschland migrieren dürfen. Prostitution ist zum Beispiel auch so ein Bereich, wo die Migrationspolitik einfach so restriktiv ist, dass es erlaubt, eine krass ausbeuterische krass ausbeuterischen Menschenhandel einfach zu fahren. Dann gibt es andere Kapitalfraktionen, die so ein bisschen liberaler sind, die natürlich ein Interesse an offenen Grenzen haben, weil sie einen flexibleren Zugriff auf unterschiedliche Arbeitskräfte brauchen. Das ist vor allem eine Dienstleistungsbranche, die vielleicht nochmal so ein bisschen andere Interessen hat. Ich hatte ja vorhin diese Kampagne erwähnt zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Diese Soft Skills Can Come the Hard Way heißt die. Das war ja von Unternehmen mit angestoßen und von Start-ups, die total für offene Grenzen sind. Das gab es auch bei Unteilbar, diesem großen Antira-Bündnis. Haben das ja auch teilweise total viele Unternehmen unterstützt, die auch für offene Grenzen sind. Aber nicht, weil sie so humanistisch sind, sondern weil sie einen flexiblen Zugriff auf Arbeitskräfte brauchen, die durch so restriktive Migrationspolitik aber eingeschränkt wird. Okay. Ihr entwickelt ja jetzt nicht nur einen marxistischen Rassismusbegriff, sondern kritisiert ja auch einen identitätspolitischen Ansatz, unter anderem die Intersektionalismustheorie.
Und da führte ja auch zum Beispiel das Combahee River Collective auf. Das ist ein Kollektiv von 1977, das ja schon verschiedene ineinandergreifende Unterdrückungsformen analysiert hat. Und bei dem Kollektiv handelte es sich ja um schwarze, lesbische Sozialistinnen aus der Arbeiterinnenklasse. Und könnte das nicht eigentlich auch als Beispiel für eine Vereinbarkeit von Klasse und Identitätspolitik dienen? Jein. Also ich glaube, das muss man ein bisschen widersprüchlich beantworten. Ich denke, dass viele von den Ansätzen, die damals in diesem Manifest vom Combahee River Collective formuliert wurden, jetzt ganz anders verwendet wurden, als sie in diesem Manifest ursprünglich intendiert waren. Aber dass es dort auch schon so einige begriffliche Ungenauigkeiten gibt, die dazu führen, dass diese Konzepte jetzt so verwendet werden, wie sie verwendet werden. Also wenn man sich das mal anschaut, das sind diese schwarzen lesbischen Frauen, die sich irgendwie in diesem Kollektiv hinsetzen und sagen, es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten innerhalb der Arbeiterklasse und es gibt unterschiedliche Arten, wie unterschiedliche Menschen in der Arbeiterklasse ihre Klasse erfahren. Also die Art, wie schwarze Frauen in den 70er Jahren ihre Klasse erfahren haben in Detroit, ist eine ganz andere Art, wie weiße Männer irgendwie im Mittleren Westen ihre Klasse erfahren. Sie sind natürlich trotzdem alle Teil der Arbeiterklasse, aber es braucht das, was sie dort als Identitätspolitik bezeichnen, es braucht eine Form von Identitätspolitik, die aus der eigenen Position heraus formuliert ist, weil das die radikalste Politik ist, um unterschiedliche Formen der Klassenunterdrückung aufzugreifen. Und ich würde sagen, dass das teilweise stimmt. Also die Art, wie Klassenunterdrückung gegen diese verschiedenen Kategorien funktioniert, ist unterschiedlich. Aber was sie dort machen, ist, sie sprechen vor allem von Klassenunterdrückung, die sprechen nicht von Ausbeutung. Und damit machen sie es irgendwie möglich, einen Begriff von Klasse zu etablieren, der sich eigentlich loslöst von den marxistischen Grundlagen, auf denen die sich noch befinden. Also die verstehen sich auch als Marxistinnen, das schreiben sie auch in ihrem Manifest. Das wird heutzutage, wenn das Konzept verwendet wird, ja eher so ein bisschen davon losgelöst. Aber die beziehen sich auf eine Form von Klassenunterdrückung, die unterschiedlich ausgelagert ist. Aber am Ende geht es im Kapitalismus ja immer um Ausbeutung. Also es geht für das Kapital immer darum, die Profitrate zu erhöhen, Kapital anzuhäufen, irgendwie den Mehrwert aus der Arbeiterklasse rauszusaugen. Und das ist eine andere Art von gesellschaftlichem Verhältnis, wie politische Unterdrückungsverhältnisse wie Sexismus, also Patriarchat oder Rassismus funktionieren, die Menschen anhand von bestimmten Identitäten unterdrücken. Und es gibt auch eine Klassenunterdrückung, aber das wird in deren Manifest so ein bisschen darauf reduziert. Und das macht es dann möglich, dieses Manifest so zu lesen, dass das, worum es ihnen eigentlich noch ging, nämlich die Arbeiterklasse, davon loszulösen. Also spätere Ansätze, vor allem Formen des schwarzen Feminismus, die sich in den USA herausgebildet haben mit Kimberly Crenshaw, die den Begriff der Intersektionalität eingeführt hat, die ja einfach eine Antidiskriminierungsjuristin war, die auch gar nicht links war oder so, die macht auch heutzutage Kampagne für Hillary Clinton. Oder Patricia Hill Collins, die das Buch Black Feminist Thought geschrieben hat, die explizit auch in ihrem Buch schreiben, sie möchten mit ihrem schwarzen Feminismus CEOs und Reinigungskräfte zusammenbringen. Also die wollen eigentlich Klassenwidersprüche, die auch bei schwarzen Menschen in den USA existieren, verwischen und überwinden. Und das Combahee River Collective wollte eigentlich das Gegenteil. Die wollten ja gucken, wie können wir eigentlich zu einem Klassenkampf kommen und nicht, wie kann man Klassenunterschiede verwischen. Und ich würde auch sagen, dass es damit mit dem gesellschaftlichen Kontext zu tun hat, in dem sie diesen Text geschrieben haben. Also die schreiben das in den 70er Jahren in den USA. Wenn du in den USA in den 70ern über schwarze Frauen gesprochen hast, hast du eigentlich über Menschen in der Arbeiterklasse gesprochen. Es gab damals kein schwarzes Bürgertum, kein relevantes zumindest. Das ist heutzutage anders. Das ist jetzt fast 50 Jahre später, eine ganz andere Art von gesellschaftlichem Verhältnis, weil jetzt hat man ein relevantes schwarzes Bürgertum und es sind auch vor allem diese Eliten, die sich auf solche Konzepte beziehen und die damit versuchen, Klassenunterschiede eher wegzuwischen und Identitäten in den Vordergrund zu stellen, die andere soziale Verhältnisse dann wieder so ein bisschen zurückdrängen. Was nicht heißt, dass wir das jedem unterstellen, der diese Konzepte verwendet, aber wenn man sich mal anschaut, was die Wurzeln davon sind und was die Leute, die diese theoretischen Konzepte geprägt haben, auch politisch so machen, dann ist es eigentlich, also ist Klassenkampf eigentlich das Letzte, was sie wollen. Das ist auch bei Kimberly Crenshaw nicht ganz uninteressant, weil sie ja diesen Begriff von Intersektionalität prägt. Die ist Antidiskriminierungsjuristin. Sie schaut sich einen Fall an von schwarzen Frauen bei General Motors, einer der größten Automobilproduzenten in den USA, in Detroit, aufgrund des Senioritätsprinzips, also die Letzten, die eingestellt werden, sind immer die, die als erstes entlassen werden, wenn es zu Krisen kommt, werden schwarze Frauen als massenhaft als erste entlassen. Die klagen vor dem Antidiskriminierungsgericht, aber
Dadurch, dass weder weiße Frauen noch schwarze Männer entlassen wurden, konnten sie weder eine absolute rassistische noch eine absolute sexistische Diskriminierung nachweisen. Und was Crenshaw sagen will, ist, es ist möglich, eine neue Kategorie zu schaffen durch das Konzept Intersektionalität, die schwarze Frauen besonders in den Blick nimmt und die besondere Betroffenheit dieser Frauen in den Blick nimmt. Interessant ist aber, welche Fragen sich Crenshaw eigentlich nicht stellt, nämlich wie kann das sein, dass diese Frauen sich in dieser Situation befinden? Wie kann das sein, dass sie diesem Unternehmen auf eine bestimmte Weise ausgeliefert sind und wie könnte man dem zum Beispiel politisch begegnen? Also das bewegt sich ja rein im Rahmen des bürgerlichen Rechts, diese Antidiskriminierungsklage. Dass diese Frauen sich mit ihren Kollegen gemeinsam hätten organisieren und streiken können, dass man das auf der gewerkschaftlichen, ökonomischen Ebene hätte angehen können, das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Frage stellt sie sich nicht, weil sie Juristin ist, weil das der Rahmen ist, in dem sie sich bewegt und es ist auch der Rahmen, in dem dieses Konzept von Intersektionalität eigentlich stattfindet. Also bürgerliches Recht hält Kategorien fest, wie es gibt Diskriminierung anhand von dieser und dieser und dieser Kategorie. Diese Kategorien sind im Recht aber statisch festgehalten. Gesellschaftliche Verhältnisse sind dynamisch und Kategorien können gesellschaftliche Verhältnisse nie vollständig festhalten. Deswegen wollen wir uns ja mit unserer politischen Organisierung auch nicht nur darin bewegen und sagen, immer wenn uns was Schlimmes passiert, gehen wir zum bürgerlichen Staat und sagen, mir ist da was Schlimmes passiert, sondern wir versuchen uns auch darüber hinaus zu organisieren. Und diese Fragen werden sich dort gar nicht gestellt. Auch die Fragen nach, wie können diese Frauen Macht aufbauen und wie können sie ihre Forderungen durchsetzen, auch wenn es auf der anderen Seite heißt Nein. Also ne, diese Frage nach Macht wird sich gar nicht gestellt, weil dieses Framework gar nicht existiert. Genau. Und in dem Zuge, was ja auch, glaube ich, euer größter Kritikpunkt an der Intersektionalität ist, ich spreche da von Verdinglichung von Identitäten. Das ist jetzt erstmal ein sehr abstrakter Begriff. Könntest du den vielleicht mal kurz erklären, ein bisschen ausführen? Ja, das ist für uns vielleicht gar nicht mehr so einfach nachzuvollziehen, weil uns das total selbstverständlich kommt, dass die Vorstellung von Identitäten ein komplett modernes Phänomen ist. Das gab es in vorbürgerlichen Gesellschaften überhaupt nicht. Also, dass man gesellschaftliche Praxis von Menschen, das gesellschaftliche Verhalten von Menschen festhält in Form von Identitäten, die dann sehr statisch sein sollen. Also Foucault zeigt es zum Beispiel in der Geschichte der Sexualität. Die Vorstellung von Homosexualität ist vielleicht 300 Jahre alt. Davor war das nicht etwas, was man ist, sondern etwas, was man macht. Also man hat gleichgeschlechtlichen Sex oder nicht, aber Homosexualität ist nicht etwas, was dich als Mensch ausmacht, sondern ist etwas, was man macht. Das heißt, dass so deine Praxis, die Art, wie du dich verhältst, die Art, wie du arbeitest und dich zu deinen Menschen in deiner gesellschaftlichen Umwelt in Beziehung setzt, festgehalten wird in, das ist die Kategorie, das bist du auch für immer, das ist total neu. Das ist aber die Art, wie bürgerliche Identitäten funktionieren. Also bei Geschlecht hat man das, ne, es gibt eine Arbeitsteilung zwischen Produktion und Reproduktion, das wird verdinglicht in Identitäten wie Mann und Frau, die dann auch biologisch festgehalten werden sollen, die diese gesellschaftliche Praxis, Produktion oder Reproduktion in einer Form von Identität festhalten sollen. Bei Rassismus hat man das als Verhältnis von Ausbeutung und Überausbeutung, was dann verdinglicht wird in ein Verhältnis von Menschen, die verschiedene Hautfarben haben. Also es löst sich sozusagen von der gesellschaftlichen Praxis und wird zu einer Identität, die genau das signalisieren soll, aber immer statisch ist. Und das wirkt jetzt vielleicht erstmal abstrakt, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich zu verdeutlichen, dass das Denken in Identitäten nicht etwas ist, was wir einfach hinnehmen sollten, sondern was wir kritisieren müssen, um zu verstehen, wie wir als Menschen auch einfach funktionieren und wie wir uns politisch organisieren sollten, weil Identitäten gehen nie vollständig auf. Also es gibt immer eine Leerstelle, die durch diese Identitätskategorien gar nicht aufgegriffen werden kann. Irgendwie Ausnahmen und das haben wir vor allem in der politischen Praxis gemerkt, in der Auseinandersetzung mit Identitätspolitik. Also bei Eleonoras Gruppe war das zum Beispiel so, die haben sich als migrantische Selbstorganisation verstanden. Dann hieß es irgendwie, wir sind eine BIPOC-Gruppe, Black Indigenous People of Color. Ich finde es nicht sinnvoll, solche Kategorien im deutschsprachigen Raum zu verwenden. Aber die sind da auch auf Widersprüche gestoßen. Zum Beispiel hatten die eine, die war Mitglied, die hat einen vietnamesischen Migrationshintergrund, die ist im Asylbewerberheim aufgewachsen, gemeinsam mit ihrer besten Freundin, die auch im Asylbewerberheim aufgewachsen ist, die aber einen russischen Migrationshintergrund hatte. Dann sind sie erstmal auf einen Widerspruch gestoßen, die es eigentlich weiß. Darf die jetzt bei uns mitmachen oder nicht? Aber diese Fragen stellt man sich natürlich, wenn man so einen abstrakten Kategoriezugang zu diesen Fragen hat. Für mich war das zum Beispiel nie eine Frage, weil in meinem gesellschaftlichen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, das vor allem migrantisch geprägt war, war das klar, dass irgendwie Osteuropäer eine andere Art von weiß sind als Franzosen zum Beispiel. Diese Frage hat man sich gar nicht so gestellt. Und ich glaube, das sind genau diese Widersprüche, die Identitätskategorien nicht zwangsläufig aufgreifen können, die sogar in Widerspruch geraten, wenn man einfach platt Kategorien überträgt, die man teilweise gar nicht so richtig erklären kann. Und deswegen muss man
diese Politiken auch immer wieder hinterfragen. Das heißt nicht, ich würde deswegen nicht einfach sagen, hört einfach auf damit, weil ich glaube, das funktioniert nicht und das finde ich auch falsch, sondern eher zu gucken, wo merkt man diese Widersprüche und die nicht einfach zur Seite zu schieben und weiterzumachen, sondern sich zu fragen, wie kommen wir eigentlich auf diese Widersprüche, wie kommen wir zu bestimmten politischen Diskussionen, die auch für uns eigentlich Fragezeichen hinterlassen. Und wenn sie kein Fragezeichen hinterlassen, dann muss man sich ja auch fragen, warum geht das für mich immer alles so auf, warum ist das für mich alles so statisch, warum funktioniert das für mich so gut. Ja, und bei dieser ganzen kritischen Auseinandersetzung wirken ja jetzt gerade auch Identitätspolitik und Klassenpolitik als sehr unvereinbare Gegensätze. Aber gibt es nicht auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel intersektionale Theorien auch für eine marxistische Analyse irgendwie nutzbar machen kann, fruchtbar machen kann? Es gibt auf jeden Fall Leute, die das machen und ich finde es auch okay. Ich mache das nicht, weil ich ehrlich gesagt den Mehrwert nicht sehe, mit Konzepten zu arbeiten, bei denen ich also entweder mit den theoretischen Prämissen nicht einverstanden bin, wie ich es zum Beispiel bei Intersektionalität so sehe, mit den Dingen, die zum Beispiel Kimberly Crenshaw schreibt. Manche Menschen wollen damit aber einfach auch nur sagen, dass Kategorien miteinander zusammenhängen. Also die meinen gar nicht diese ganze theoretische Grundlage von Crenshaw mit dem Hintergrund des bürgerlichen Rechts, die ich erklärt habe, sondern die wollen einfach nur sagen, Dinge sind miteinander verbunden, Dinge hängen zusammen. Aber ich finde, das kann man einfach so sagen. Man kann sagen, Dinge hängen zusammen. Das hat man dann damit auch gesagt. Dafür braucht man keine abstrakten Konzepte. Dafür muss man nicht akademische Konzepte verwenden, die die meisten Leute sowieso nicht verstehen, sondern man kann einfach benennen, was man meint. Und das reicht mir dann. Ich würde aber sagen, dass es natürlich Leute gibt, auch in der marxistischen Theorie, die auch damit arbeiten. Mit denen setzen wir uns auch teilweise in unserem Artikel auseinander und für die geht es auf. Also ich würde denen das auch gar nicht absprechen oder sowas, sondern ich habe ja gerade erklärt, weswegen es für mich einfach nicht funktioniert, aber wenn man irgendwie versuchen will, sich die Zusammenhänge von Klasse, Rassismus und Geschlecht zum Beispiel anzuschauen, das kann man auf jeden Fall machen. Wir haben dazu auch einen Artikel, den hat Eleonora zusammen mit Hanna Vögele geschrieben, der heißt Soziale Reproduktion, Geschlecht und Rassismus. Da stellen sie sich genau diese Frage, wie hängen Rassismus und Geschlecht eigentlich mit Klasse zusammen und wie wirken die ineinander? Es gibt Menschen, die würden sagen, das ist eine intersektionale Analyse. Wenn man das so sagen möchte, dann kann man das so machen. Aber ich finde, es hat keinen Mehrwert, das so auszudrücken. So, abschließend vielleicht noch ein bisschen mehr eine praktische Frage. Und zwar setzt ihr euch sehr für das Konzept der Comradeship ein, im Gegensatz zur Allyship, was ja auch jetzt sehr weit verbreitet ist und ja eine direkte Auswirkung auf die Praxis, auf unsere politische Praxis hatte. Mhm. Oder ja, bei dir ja wahrscheinlich auch. Warum setzt ihr euch oder warum grenzt ihr euch so davon ab? Oder warum betrachtet ihr es ja auch teilweise als rückwärtsgewandt? Genau, also Allyship ist ja auch ein Konzept, was vor allem so in den USA entstanden ist, was aber schon auch nach Deutschland übergeschwappt ist und hier viel benutzt wird, bezieht sich ja auf das Konzept von Allianzen. Und Allianzen ist ein Begriff, den kennt man vielleicht so aus Kriegen oder sowas, die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Das sind zweckmäßige Bündnisse von irgendwie unterschiedlichen Parteien, die für eine Sache zusammenkommen. Wenn sie dieses Ziel erreicht haben, gehen sie wieder auseinander. Das ist nicht sinnvoll, weil das ja gar nicht diese Grundlagen hinterfragt, über die wir reden. Also was wir wollen, ist ja genau diese Dinge, die uns trennen, auch abzuschaffen, zu kritisieren und abzuschaffen. Und da setzen solche Konzepte gar nicht an. Verbleiben eigentlich auch in so Identitätsdenken und gehen davon aus, was uns alle trennt und kommen auch wieder da an, was uns alle trennt. Und was wir eher vorschlagen, ist das Konzept von Genossenschaftlichkeit, weil man da nicht zusammenkommt auf unterschiedlichen Grundlagen von Identitäten, die aber überhaupt keine gemeinsame politische Perspektive implizieren, sondern Menschen, die sich Genossen nennen, kommen zusammen, weil sie eine gemeinsame Vision haben, weil sie eine gemeinsame zukunftsgewandte Vorstellung davon haben, wie diese Gesellschaft eigentlich aussehen sollte. Und das sehen wir als eine viel sinnvollere Gemeinsamkeit für politische Praxis, als die Dinge zu betonen, die uns ein und nicht die Dinge, die uns trennen, ohne natürlich zu leugnen, dass es Dinge gibt, die uns trennen und dass es auch weiterhin in dieser Gesellschaft relevant ist. Also wir appellieren auf jeden Fall nicht für eine Farbenblindheit, weil das ist Unsinn, sondern eher zu sagen, wir wollen aber in unserer politischen Auseinandersetzung eher zusammenkommen und dann aber nicht die Widersprüche leugnen, die dann auch aufkommen, wenn man sich gemeinsam organisiert, sondern eher zu sagen, die muss man vielleicht so ein bisschen aushalten und auf die gemeinsame politische Perspektive, die natürlich im Idealfall sozialistisch ist, zu konzentrieren und zu gucken, okay, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hingehen und nicht, was sind die verschiedenen Punkte, wo wir eigentlich alle herkommen. Hast du dafür vielleicht abschließend positive Beispiele, wo so eine genossenschaftliche, auch antirassistische Arbeit in der Vergangenheit hier in Deutschland funktioniert hat? Ein Beispiel, was wir auf den Buchvorstellungen oft benutzt haben, sind so diese wilden Gastarbeiterstreiks zum Beispiel.
die wir schon als Positivbeispiel sehen, dass es dort, wo es zu gemeinsamen Kämpfen gekommen ist, auch erfolgreiche Kämpfe waren. Also das waren ja vor allem Arbeitskämpfe und die hatten auch einen bestimmten Rahmen. Aber ich würde schon sagen, dass vor allem 73 irgendwie als die Gastarbeiterstreiks waren ja nicht wild, weil sie einfach spontan aufgekommen sind. Die wurden schon so anderthalb Jahre vorbereitet. Und dass es irgendwie teilweise migrantische Frauen waren, die nach der Arbeit noch in die Kneipen gegangen sind zu ihren Kollegen, nicht um mit denen noch was zu trinken, sondern um sie davon zu überzeugen, mit ihnen gemeinsam zu streiken, mit ihnen gemeinsam zu kämpfen. Einmal, um diese Leichtlohngruppen abzuschaffen und irgendwie bestimmte Forderungen nach dieser Abschaffung der besonderen Überausbeutung der Gastarbeiter abzuschaffen, aber auch eine Mark mehr für alle. Also da gab es gleichzeitig die Forderung in Bezug auf die besondere Situation der migrantischen ArbeiterInnen und aber auch die Forderung, die alle betroffen hat, also auch diese deutschen Stammbelegschaften, die es damals gab. Und dass die einen ohne die anderen ihre Forderungen gar nicht hätten durchsetzen können, das finde ich schon ein positives historisches Beispiel. Ich finde, ein anderes positives Beispiel sind vielleicht auch so diese Asylsuchendenkämpfe, die es so ab 2012 gab. Die haben natürlich einen begrenzten Wirkrahmen. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles krass revolutionäre Kämpfe sind, aber ich würde schon sagen, dass sie auch nochmal andere Fragen auf den Tisch gebracht haben, wie zum Beispiel, dass die Refugees gefordert haben, Gewerkschaftsmitglied werden zu dürfen, während sie im Asylprozess sind. Auch da haben viele Leute gesagt, während des Asylprozesses darf man gar nicht arbeiten, warum wollen die Gewerkschaftsmitglied werden? Aber natürlich arbeiten sie, sie haben halt teilweise illegalisiert und die Möglichkeit zu haben, sich aber trotzdem zu organisieren, war ja einer der wichtigsten Forderungen für sie. Dürfen sie mittlerweile, glaube ich, bei Verdi, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch bei anderen Gewerkschaften der Fall ist, aber dass so rassistische Differenz immer wieder aufgegriffen wird, aber dass man halt nicht dabei stehen bleibt. Nicht nur zu sagen, okay, wir wollen irgendwie Gleichheit innerhalb der bestehenden Verhältnisse oder so. James Baldwin, also ein schwarzer Autor aus den USA, hat mal die Frage gestellt damals in Bezug auf die Bürgerrechtsbewegung, wollen wir wirklich in ein brennendes Haus integriert werden? Und ich finde, diese Frage müssen wir uns auch stellen. Also reicht es uns, innerhalb des Kapitalismus einfach so ein bisschen Gleichberechtigung zu erreichen, so, oder wollen wir mehr für alle? Und ich finde, genau das sollten wir fordern, also mehr für alle und nicht irgendwie uns in unseren Forderungen so zynisch irgendwie zu beschränken. Ja, super, vielen Dank. Das waren ja auch erstmal schöne Schlussworte für die Buchvorstellung.